Zwillingsgötter ist nicht hier. Und Heiligen Dufkater ist nicht hier. Lektarstadt ist, glaube ich, auch nicht hier. Amboss müsste hier sein. Ja, dann go. Himmelsbullis. Na, Dufkater, wie geht's dir? Schön, dass du mal vorbeischaust. Das war Favo. Ah, dann auch hallo, Favo. Auch schön, dass du vorbeischaust. Jetzt werden die ganz komischen hier angeschwemmt, hä? Mhm. Kater. Gar nicht wahr, ist klar. Aber erzähl doch mal, wie geht's euch? Ich hoffe, mir geht's ganz gut. Und selbst? Ja. Besser. Ja, wo du jetzt selbst fragst, mir ist immer noch warm vom Chili. Oder vielleicht ist es mittlerweile warm vom abgeschlossenen Raum mit laufenden Rechnern. Wer weiß, wer weiß. Du brauchst einen Kryo-Rechner, der Kälte erzeugt, wenn er läuft. Ja. Das läuft da, wie am Schnürchen. Da fliegt doch glatt ein Schild weg. Was haben wir denn hier? Schlagen wir es kaputt. Nichts. Wunderschönes Nichts. Oh, nein, den Waschsalon. Die Kammern sind völlig autarke Arrestzellen. Die Wächter werden nicht als Gefängnisaufseher benötigt, nur als Wächter auf den Mauern. Warum müssen sie also Verstand haben? Welchen Zweck hat ein Speer, der denken kann? Er kann sich das Ziel aussuchen, wer weiß. Freund-Feind-Erkennung. Ja. Aber ist er wirklich dein Freund? Das erkennst, wirst du rausfinden, wenn du den Feind erkennst. Mhm. Mal denselben Schrott hier mit. Video? Nee. Einfach nur Juni. Was ihr verkaufen könnt. Achso. Glaubst du? Du bist besser als ich! Ja. Vielleicht. Und selbst wenn ich nicht besser bin, ich überlebe es zumindest länger. Oh, und weiter geht's. Das war ja schlau. Was sagt er? Ihr zeigt wenig.
ist und was die denn ist. Und den Vorteil haben wir. Ich würde sagen, hier kurz rein, weil das ist kleiner. Jo. Und vor allem, es liegt quasi eher auf dem Weg so. Eine Kiste und keine Gegner? Okay, da geht's wohl doch nicht lang. Na, das sind die Gegner. Ach, du bist resistent, sag das doch gleich. Komm. Die Aktivitäten sind nicht so. Ach ja. Wer mag schon Radioaktivität? Nicht, wenn ich hier jetzt auf Gegner abfeuer. Oh, apropos Radioaktivität. Das nächste Satisfactory Update kriegt Nuklearbomben. Können wir ja langsam mal reingucken, da lohnt es sich ja fast zu kämpfen. Oh, da ist ja noch was Goldenes. Die Tausender Pistole. Das ist doch... So, was haben wir denn hier? Gut. Ja, Becky wirft wieder Geld, mit Geld um sich. Jo. Hier unten ist ja noch was. Eine Granate. Tue ich auch noch mit auf den Haufen. Ich beachte den Haufen diesmal nicht. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Wir werden schon am Automaten vorbeikommen. Aber wenn du das so sagst, klingt das fast wie ein unmoralisches Angebot. Wie soll ich sagen, was nicht gut genug für Blackie ist, das nehme ich auch nicht. Was? Was? Genau. In welchem Level seid ihr denn jetzt? 42. Okay. Fehlen also nicht mehr ganz so viele. Ja, nah dran. Ich glaube, da will ich nicht runterspringen, oder? Nein, ich glaube nicht. Aslan ist durch die Kanalisation entkommen und ich habe den Bastard fast erwischt. Dann biegt er
Rohr mit dem großen Wasserfall. Endstation Aslan, sage ich. Ja, der Otter will da auch nicht runter. Dann will ich da auch nicht runter. Du bist so nett. Ohne Otter, ohne dich. Ohne Otter, ohne mich. Oh, da hätte ich auch hoch können. Ja, ja, gut. Für die Haut soll es ja gut sein. Es ist wieder Zeit zum Gegner platzen. Okay. Lässt da glatt eine epische Waffe fallen. Ja, der Gegner hat glatt eine epische Waffe fallen gelassen. Nur weil ich ihn ins Licht geprügelt habe? Ja. Okay. Du bist das. Naja, dann fallen halt auseinander. Sonst noch jemand um das Ticket? Diese Ruhe? Ja. Hier kann man wohl nicht lang. Nee. Du, 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 du. Ich würde jetzt hier drüben mal rüberlaufen, weil da war ich noch nicht. Oder ach, wir können auch einmal. Oder? Können wir da mal komplett durch? Ich weiß es nicht. Oh, ein Verkaufsautomat. Ja, ich komm zum Auto. Oh, die Tür ist zu. Das ist ja optimalstens. Ja gut. Mit geschlossenen Türen habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Dann müssen wir wohl einmal hier außen rum. Bitte ruf dein Neck nicht! Bitte ruf dein Neck nicht! Kannst du nicht leben? Diese Hände kommen! Ja. Na, hier drüben kann man warten. Okay, hast mich ja überzeugt. Von was? Dass ich irgendwas mit Präzision nehme. Mm.
Auf schießt du? Auf Gegners. Wo denn? Vor dir. Hörst? Jetzt ist nur noch der Otter irgendwo beschäftigt. Nö. Hier ist auch friedlich. Na dann. Sind wir nicht toll, wie wir die Gegend befrieden? Mhm. Sehr befriedigend. Wir müssen da irgendwie hoch. Ah, wir müssen hier hoch. Oh. Jetzt müssen wir da rein. Durch die geschlossene Tür? Ja. Das ist nämlich unser Korridor, den wir brauchen. Irgendwie. Okay, ja, bin drin. Dann hier noch eine Mission. Ja, das kann sein. Ich gehe mal hier reingucken. Also hier ist zumindest mal ein Ausrufezeichen. Hier drin sind auf jeden Fall noch Gegner. Hier mal zum Ausrufezeichen. Es ist auf so vielen Ebenen verstörend. Ich hab's direkt ausgeblendet. Also hier drin ist auf jeden Fall... Was auch immer hier drin ist, hier ist... ich hab keine Ahnung. Hier war auf jeden Fall ein Einzelgegner und das war's. Yay. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Also der Questbereich ist wohl da, wo ich davor stehe. Ich komme. Da waren wir auch noch nicht. Hilfe? Worte dich doch. Ja, ich glaube, das muss ich da noch tun. Das ist ja, also, supi. Wo ist denn der nächste Port? Gibt es hier überhaupt noch außer den einen Eingangsport noch einen anderen Port? Ah, lustig, da hinten ginge es theoretisch sogar weiter. Ja, dann. Halt zurück zum Anfang und wieder. Dann laufen wir halt wieder los. Wo ist der Catch-a-Ride, wenn man ihn braucht?